Wir machen weiter in der Serie und klären heute die Top 7 Oldtimer-Mythen und sind diese richtig oder falsch. Vielen Dank fürs Einschalten, jetzt Kanal abonnieren und Daumen hoch dalassen. Und wir sind gespannt auf eure Top 7 Mythen. Hier kommt Nummer 1. Mythos 1, Oldtimer sind immer teurer in der Wartung als normale Fahrzeuge. Wir sagen, der Mythos ist falsch, denn ist euer Oldtimer gut gewartet und habt ihr keinen Reparaturstau, was leider nicht so oft vorkommt, dann habt ihr da in der Regel einfachere Technik, die stabiler gebaut ist und auch nicht so eine Laufzeitbegrenzung hat oder wir nennen das Neudeutsch geplante Obsoleszenz. Das bedeutet, dass moderne Autos ja in der Regel für einen Leasing-Zyklus-Design sind und innerhalb dieser 2-3 Jahre dann abgeschrieben werden und dann kommt der nächste Wagen. Früher hat man schon Autos eher für die Ewigkeit gebaut oder zumindest für länger, dass sie damit besser halten. Das heißt, es wurde da nochmal mehr Fokus auf Qualität gerichtet. Wenn diese gut gewartet ist, seid ihr mit eurem Oldtimer fein raus und dann habt ihr richtig gute Technik. Das bedeutet, dass die Grundkosten bei einem gepflegten Oldtimer in der Regel geringer sind in der Wartung als bei einem normalen Wagen. Heißt, natürlich sind Oldtimer-Spezialisten meistens im Stundensatz teurer, aber es gibt wenige, die irgendwie an Markenautohäuser Stundensätze hinkommen, die ja wirklich hoch sind. Das heißt, da ist wahrscheinlich auch nochmal ein Ersparnis mit dran. Plus, ihr habt keine Elektrikgeschichten mit dabei, müssen keine Steuergeräte zurückgesetzt werden, kein RDKS-System und so weiter und so fort. Das heißt, der Umfang ist auch einfach geringer. Wenn die Wartung stimmt, sagen wir, ist die in Summe für euch günstiger. Mythos Nummer 2, es ist schwierig, Ersatzteile für Oldtimer zu finden. Hier geben wir euch recht, denn tatsächlich ist es so, dass die Qualität der reproduzierten, also Neuteile in den letzten Jahren, besonders nach Corona, stark abgenommen hat. Das ist ein großes Problem, was uns als Werkstatt beschäftigt. Und auch die sogenannte New Old Stock, also die neuen, noch nicht verbauten Originalteile, dieser Pool an verfügbaren Teilen nimmt stetig ab. Bei uns ist es so, für unseren Betrieb gesprochen, wir kaufen so viele New Old Stock Teile wie möglich für diese Geschäftsfelder, in denen wir tätig sind, versuchen darauf aufzubauen. Wir arbeiten natürlich auch mit neuen Herstellern Neuteilen. Da achten wir darauf, dass der Hersteller, mit dem wir zusammenarbeiten, gute Teile liefert. Wo wir sie nicht bekommen, produzieren wir sie, da haben wir das Glück, bei uns im Haus selbst. Das geht natürlich nicht für alle. Ich glaube persönlich auch, dass dieses Problem mit der Qualität der Ersatzteile uns in Zukunft ja, wahrscheinlich noch mehr beschäftigen wird. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das vermutlich nicht einfacher, sondern leider schwieriger wird. Was meint ihr dazu? Habt ihr Erfahrung gemacht mit schlechten Ersatzteilen? Schreibt uns das doch bitte unten einmal in die Kommentare. Mythos Nummer 3. Oldtimer sind weniger zuverlässig als moderne Fahrzeuge. Wir sagen, stimmt nicht. Wir haben aus unserem Kundenkreis genügend Beispiele von wirklich sehr zuverlässigen Fahrzeugen, die auch immer lange Strecken bewegt werden, wo wir einfach nur Wartungen durchführen, die sehr gut sind. Es gibt natürlich in diesem breiten Segment auch Oldtimer, die dann ständig irgendwie liegen bleiben oder große Probleme Bastelbuden sind oder so. Das will ich nicht ausschließen, aber generell so kann man das nicht sagen. Es gibt auch Montagsautos bei den neuen Herstellern. Ich habe persönlich die Erfahrung gemacht, dass Oldtimer sehr gut theoretisch alltagstauglich sind und sehr lange durchhalten. Ich war mal auf dem Festival of Speed in Goodwood und dort wurde die Geschichte von einer Lady präsentiert, die mit ihrem 30er Jahre Rolls-Royce einmal um die komplette Welt gefahren ist. Es gibt so eine Geschichte auch verfilmt, einen Film dazu könnt ihr euch mal anschauen und das ist nur ein Teil. Solche Geschichten kommen immer wieder auf, jetzt nicht nur mal speziell bei den britischen Autos, wo man es manchmal nicht vermuten würde. Das muss ich jetzt sagen als US-Werkstatt. Natürlich auch über BMWs und was es nicht für alles für Marken gibt, die Franzosen oder so, gibt ja tolle Modelle durch die Bank. Ne? Also ich würde ganz klar sagen, Oldtimer sind, wenn es gute Autos sind, gepflegt sind, im tollen Zustand, sehr wohl auf dem gleichen Level von der Zuverlässigkeit, wenn nicht sogar ein bisschen besser, weil ich sie einfacher reparieren kann, als moderne Fahrzeuge. Weil wenn der Computer sagt, der Airbag ist ausgelöst, ich lasse dich nicht mehr starten, kommst du nicht mehr heim. Das passiert dir bei einem Oldtimer nicht. Mythos 4. Restaurierte Oldtimer sind immer besser beieinander als normale Oldtimer. Falsch.
Es gibt leider ganz, ganz viele, zumindest in unserem Segment der amerikanischen Oldtimer, Bastelbuden, die schlecht restauriert sind, wo das von der Technik angeht, über die Karosserie, so durch alle Bereiche durch, was du im Fahrzeug so hast. Und somit muss ich ganz klar sagen, es ist da, es kommt auf das Segment an, wo du unterwegs bist, ist da schon eher der Fall, dass dem nicht so ist. Sicherlich, wenn ich jetzt im 300 SL-Bereich unterwegs bin zum Beispiel, da gibt es wenige Restaurateure, die sind alle in der Regel sehr gut. Da gibt es dann natürlich nur hochwertige Restaurationen. Für so die breite Masse an erschwinglichen Oldtimern, sagen wir mal bis 100.000 Euro, in diesem Segment, also nicht die Exoten, sondern alles irgendwie, was drunter ist, von 10.000 bis 50, 60, 70.000 Euro, so diese Range, ist durchaus sehr viel Bastelei dabei. Und die sind dann in der Regel, kann man schon sagen, wirklich schlechter und halt nicht gut. Deswegen in dem Fall, nein, restaurierte Oldtimer sind nicht immer besser als normale Survivor. Mythos Nummer 5. Bewegen schadet dem Fahrzeug mehr, als es ihm nützt. Wir sagen falsch. Unter der Berücksichtigung, dass ihr den Wagen richtig bewegt. Wir haben das im letzten Video mal kurz besprochen. Also wenn ihr eine Trailer Queen habt oder ein Fahrzeug, was wirklich lange steht, dann seid ihr an der Stelle mal raus, weil dann muss man eine Inbetriebnahme durchführen. So, wenn ihr einen Oldtimer habt an sich, dann seid doch so nett und fahrt mindestens mal so 30, 35 Kilometer, damit alles schön warm werden kann, die ganze Kondensat überall verschwinden kann, keine Wasserablagerung gerade auch im Motor oder im Getriebe stattfinden und ihr euren Wagen halt normal bewegt. Schlecht wäre, wenn ihr nur ein paar hundert Meter bewegt, immer zur Eisdiele hin und zurück, weil dann habt ihr Probleme mit Choke geht nicht auf, Kondensat und so weiter und so fort. Fahrzeuge sind dafür da, dass sie bewegt werden. Wenn ihr sie richtig bewegt und normal im Betrieb macht, dann ist es sogar ein großes Plus für euch. Dann ist es kein Nachteil. Das schadet dem Oldtimer gar nicht. Na klar, wir reden, dass man jetzt nicht im Salz fahren sollte im Winter. Und so bei einem Oldtimer ist, glaube ich, klar, brauchen wir nicht ansprechen. Vorletzter Mythos: Oldtimer benötigen ein spezielles Öl. Stimmt, ihr braucht ein anderes Motoröl als bei den modernen Fahrzeugen. Bei den Amis besonders gesprochen brauchen wir mindestens 1200 Parts per Million Zink, also ZDDP Zinkphosphat. Da könnt ihr in normales Öl, in die Viskosität, entweder so eine Pulle reinpacken hier, so ein sogenanntes Break-In-Additiv, gibt es von verschiedenen Herstellern. Was wir machen ist, wir haben uns das Öl selber herstellen lassen, super 50, ein 20W50, da ist das schon mit drin, da kann man einfach das Öl direkt nehmen. Müsst ihr nicht, könnt ihr machen, ansonsten, genau, oder Hersteller anfragen, ne? Klassik-Motorenöl fragen, was ist eure Zusammensetzung für das Verschleißadditiv, für diese Flachstößelnockenwelle und checkt das mit den Herstellern ab. Denn, auch da noch drauf achten, wenn ihr ein Fahrzeug habt, Oldtimer mittlerweile haben ja auch Cuts, wir kommen immer mehr in die Zeit der Cuts mit rein, da müsst ihr dann schauen, dass ihr da nicht zu viel von drin habt, wenn ihr Cut-Fahrzeuge habt, weil sonst könnt ihr das den Cut schädigen. Das ist eine Geschichte für sich, aber stimmt, der Mythos, ja, Oldtimer benötigen ein spezielles Öl. Checkt es mit den Spezifikationen eures Herstellers, eures Fahrzeugs und bitte achtet darauf und gibt da nicht irgendwas rein. Große Debatte, bitte einfach, das kriegt ihr hin, checken und dann, ne, ist, glaube ich, klar. Letzter Mythos, alle Oldtimer sind wertvoll und steigen im Wert. Was meint ihr? Falsch, sagen wir. Es gibt genügend Modelle, die, also spezielle Modelle, die einfach uninteressanter werden, das heißt vom Modelltyp nicht mehr werden. Das sind gar nicht so viele tatsächlich, aber vor allem die Autos individuell an sich. Nur weil ich einen teuren, sagen wir mal, einen Dodge Charger Fast and Furious Edition kaufe, heißt das nicht, dass der mehr wert wird. Wenn es eine Schrottrestaurationsbasis ist oder das Ding komplett weggefault, dann kann es sein, dass sich diese Investition vom Wert her nicht lohnt. Ja? Schaut deswegen die Fahrzeuge, die ihr kauft, bitte genau an. Und ja, das ist halt auch, es sollte ja, es ist ein Hobby, es soll Spaß machen, aber in der Regel, wenn man dann Geld parkt in einem Fahrzeug, möchte man natürlich auch, dass es zumindest mal inflationsbereinigt, wenn nicht mehr, mit Plus einfach über die Zeit steigt und das Geld gut angelegt ist als Wertanlage, ist Oldtimer natürlich auch super beliebt. Deswegen genau informieren, zur Not einen Gutachter oder Kfz-Meister mitnehmen, der sich in dem Segment auskennt, der kann euch beraten und helfen, dass ihr beim Kauf die richtige Entscheidung trefft. Jetzt haben wir 7 Top-Fakten oder Mythen getestet und mal bewertet. Da ist natürlich noch nicht alles mit drin. Deswegen die Frage,
Was ist eurer Meinung nach ganz, ganz wichtig und so ein Oldtimer-Mythos, den man unbedingt geklärt haben möchte? Schreibt uns das bitte unten in die Kommentare. Und wenn ihr einen Wunsch habt für ein nächstes Top XYZ-Video, freuen wir uns natürlich auch über eure Inspiration. Ich sage vielen Dank fürs Einschalten, wünsche euch frohe Ostern, eine gute Zeit, bis zum nächsten Video. Servus und ciao. Passiert ja bei einem Oldtimer nicht, weil er kein Airbag hat.